Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Irgendwer hat hier gerade gesungen. Die Musik summt so vor sich hin und irgendwer hat dann gesungen. Mal gucken, was wir für ihn tun können. Arves. I think I should be quite happy living in a tree. Greenery and birdsong all around. Okay. Woran könnt ihr euch noch denn erinnern? Well, I remember I was sad. But in truth, I'm not quite sure what caused it. I'm not even sure I know what sad is anymore. And I came from that building over there. They were very nice to me. Seemed very helpful. Although, for the life of me, I can't recall what I was doing there in the first place. Gibt es jemanden, an den ihr euch wenden, helfen könnt? There must be. You would... You know, I can swear there is someone, but their name escapes me. Hells, even... Oh, it will come back to me. Or not. I'm content enough here. Ja, vielleicht finden wir irgendwann. Okay. Odd, isn't it? Well, my parents never sang me lullabies, yet I've got one wormed in my mind. Clear as day. So. Wir werden hier jetzt die Stadt erkunden, weil wir, wir werden endlich mal weitermachen mit der Stadt. Hier runter, Damianats Anwesen waren wir schon, hier oben waren wir schon, hier hinten waren wir, hier vielleicht einmal rein, aber da waren wir vielleicht auch schon. Und dann geht's hier runter und dorthin und überall. Schnell. Und dann gibt's heute noch danach einen Stream auf Twitch. Ist ja alles immer in jeder Folge und sonst was verlinkt. Da kann man einfach drauf drücken in der Beschreibung. Oder aber bei den Links am Channel. Neben den Namen. Also neben meinen Namen. Neben Terra. Ja, na. Neben Terra, da kann man das auch anklicken. Ist aber immer alles verlinkt, wenn man möchte, ne? Sind alle herzlich willkommen, da mal reinzugucken in den Stream. Wir werden heute Final Fantasy 14 streamen, nachdem ich hier nach gerendert habe und das am und ein Thumbnail gemacht habe und es am Hochladen ist auf jeden Fall. Solange muss man sich gedulden. Was passiert denn jetzt? Hier wurde abge... Oh. Ist das hier die Schmiede und sowas, wo wir dann... Was ist denn das für eine Statue da? Die sieht ja cool aus. Eine Mischung aus... Vom Weiten... Lilith und Diablo und Neptun oder sowas. Und... Nee, gar nicht wahr. Nicht Neptun. Hier, wie heißt sie von Ariel? Die Böse, diese... Die Tentakel-Dame. Cool. Naja, mal gucken, wo wir hier gelandet sind. Oh, this one's corked. Okay. What are you looking at? We're allowed breaks. Contract says so. Ja, cool. Eine Pause auf jeden Fall. Hier scheint die Schmiede zu sein, ne? Die wir suchen. Wo man die Eisengolems abschalten kann. Sollten wir sie abschalten? Sind dann nicht alle böse auf uns? I used to be the scourge of the hells. Now flowers can make me cry. Each their own, I suppose. Although I am right. Wovon hast du recht, Astarion? Ich habe eben nicht zugehört. Ich war perplex. Was ist denn hier los? Beautiful day, isn't it? Do make the most of it. You never know how many you've got left. Okay. Das klingt ja nicht gut. For a broken heart. But a bit of sunlight and fresh air helps. Sometimes. Ja, manchmal. Aber es heilt nicht alles. Betreten verboten. Tende.
Ihr wisst es, ne? Ihr wisst es. Betreten verboten und... Wollte ich noch irgendwas sagen? Achso, heute Streamer Final Fantasy 14. Da wird erstmal alles eingerichtet und sowas. Und dann fangen wir an. Es wird komplett durch. Bis zur Endwalker. Und dann irgendwann das Dawn Trail. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und natürlich zwischendurch dann mal andere Tage, mal andere Streams, weil ich noch andere Projekte auch noch fertig machen muss. Aber das war's dann auch. So, ich will euch auch nicht länger damit stören. Wir gucken da schnell rein, weil da steht Betreten verboten. Also betreten wir natürlich. Wir betreten es einfach und gucken, was passiert. Der Gärtnerkeller, wer kennt's nicht? Ist das vielleicht der Keller von Asmystica? Das wäre doch... Wow, Astarion, du gehst wieder voran. Hä? Das wurde doch hier... Hier ist Fallenentschärferzeug, aber ich kann es nicht entschärfen. Wir sollten auf jeden Fall erstmal alles mitnehmen. Was wir hier so finden, bevor wir hier wirklich mal die Sachen drücken. Vielleicht werden wir in die Luft fliegen. Ne? Wer weiß das schon so genau? That little hideaway that we found in the cloister. It almost felt like I'd found a piece of my childhood. Childhood I don't truly remember. Okay. But remember it or not, I felt right at home there. Surrounded by books and night orchids. Ah. Warum habt ihr denn ein Versteck gebraucht? Well, can you imagine what it would have been like growing up in that place? Endless training, no privacy, facing scorn wherever I looked. I can very easily imagine I needed somewhere to escape to, if I was to survive. Nocturne and I must have come here a lot. We probably had plenty we wanted to hide from. Anyway, I think that little hideaway helped shape who I am, as much as any sermon or training did. Funny, the things that influence you. Ja, ganz viele Dinge. Ich will über das reden, was uns widerfahren ist. Ich glaube, besondere Larve. Ne. Mal mit Shadowheart geredet. Wollte ich zwar nicht, aber. What now? Ja. Ich wollte eigentlich mit Astarion die Kiste laufen machen. So. War aber trotzdem interessant. Und vor allen Dingen, wieso haben die hier versteckt? Oder an der Kirche. Let's hope for gold. Aber sie hat die ganze Zeit nichts gesagt. Doch, da gab es eine Stelle, wo sie gesagt hat, das Gekritzel kenne ich irgendwoher. Stimmt, ne? Gut. Hier oben Lagerkoffer, sonst noch irgendwo was. Hier. Aber hier ist sonst nichts mehr. Step quick. Hier oben noch eine Kiste. Ein Holzfass. Aber sonst haben wir hier nichts mehr. Na, Milch. Ja, okay. Hier was. Ein Regal. Gut. Testen wir jetzt aus, was passiert, wenn wir da drauf treten? Ich meine, wir haben das gefunden, aber Astarion kann da nichts entschärfen. Vielleicht sollen wir da drauf treten. So. Ich meine, zwei Sachen sind da ja, ne? Klick, klick. Aha. Aha. Wer hätte es gedacht? Wir stapeln mal ein bisschen. Warte mal, können wir das denn... Können wir da was draufstellen? Das wäre... Da kann man was draufstellen, ne? Komm, Astarion, du bist auch stark. Verschiebe dies.
Perfekt. Have a lot on my mind and well, in it. Very well. Per. Be cautious. Doch nicht perfekt. Astarion, wir brauchen dich trotzdem nochmal. Trotzdem ist hier was. Trotzdem ist hier was, was wir entschärfen müssen. Aber auch wirklich alles, ne? Weißt du, was wir denn auch noch machen werden? Wir werden genau das hier machen. So. Einfach stapeln, damit, falls was in die Luft fliegt, nicht wir in die Luft fliegen. Wieso habe ich da denn immer dieses Pfeilsymbol? Hör mal auf damit. Gut. So, warum ist das hier so versteckt? Weil hier nichts drin ist? Wohl kaum, oder? Da ist hier noch was anderes versteckt. Ich meine, da war eine Falle drin. Hä? Aha, noch eine Holzluke. Kommt mal alle rein. Wir werden speichern und die Holzluke begutachten. Verlassene Zisterne. Kicher. Todeshaupt des Balno. Oh. Sehen wir Lazelle hier irgendwo? Das wäre cool. Aber ich glaube, wir sehen die nicht, ne? Wir können auch nichts tun oder sowas, dass wir sie dann befreien könnten. Sie ist nicht hier. Ne, lass mal wieder rausgehen. Wenn sie hier gewesen wäre, wäre cool gewesen, ne? Also alle Konsequenzen ja, ne? Aber wir werden hier mal auch was setzen. Ich werde das nennen Baal Haupteingang oder so. Genau. Dann haben wir die zwei Eingänge und können da später reingucken, wenn wir Gortash erledigt haben. Dann haben wir somit ja unsere Bestimmung erfüllt. Lazelle sollte nichts angetan werden und wir können sie in den Grund und Boden stampfen. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Hier werden die Sachen hergeliefert und wieder weggeliefert. Hier geht's aber nicht weiter, okay. Da kamen wir her. Dann lass doch mal hier runter gucken. Dann lass uns doch mal hier runter gucken. Speichern und runter gucken. Da unten ist auf jeden Fall wieder ein Mord geschehen oder so. Ich sehe schon das Schild hier. Sicherer Bereich. Okay, vielleicht ja doch nicht. Was ist denn hier los? Ein Flüchtling. Okay. Finden wir hier was in der Ecke vielleicht? Natürlich finden wir was. Warum sollten wir nicht einen Lüftungsschacht? Passen wir aber nicht durch, ne? War klar, dass wir da nicht durchpassen. Mitten durch die Tür müssen wir wieder. Oder wir zaubern alle klein. Atinja, die Schlägerin. Seht zu oder geht? Ich weiß nicht, ob ich zusehen will und dann gehen. Hier ist die Loge. Lasst uns erstmal hier unten gucken.
This dock is closed until further notice by order of Lord Gortash. Halt, citizen. You will not be warned. Trespassing in... Hallo? Das ist die letzte Warnung. Was? Was kann ich denn dafür? Ich wollte fragen. Man kann doch auch sagen, ey, geh mal wieder zurück. Wow. Karlach, wir brauchen ganz viel schnell. Aua, aua, das macht aua. Oh mein Gott. Ich bin gewappnet. Wir werden sowas von aua. Unsichtbares Sehen, Konzentration, wir werden so... Au, 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 au. Schütze! Karlach, Karlach hat geschützt. Wie springen? Ne? Für euch gilt das auch mal, dass ihr nicht überall hinspringen könnt. Was? Ja, die dürfen dann doch mal, was? Oh mein Goodness, hört doch mal auf, irgendwas... Also wir können vielleicht sie besiegen. Gut, Karlach. Du schaffst es. Vielleicht schafft Karlach es übrigens auch nicht. Ich kann auch nochmal zuhauen. Gehen wieder zurück. Was kann sie machen, Shadowheart? Todesschutz? Nee, komm, wir hauen volle Kanne drauf, oder? Wir müssen eh irgendwann wieder eine Rast machen. Wir machen einen Viererzauber. Einmal rein da. Okay. Reflektierendes Gehäuse vielleicht machen. Achso, mein Zug ist dran. Was? Ist einfach explodiert. Ne, warte hier, da können wir das machen. Fehlschlag. Was wollt der machen? Wir müssen ja eh draufhauen. Vielleicht können wir die noch wegschubsen, wenn es kritisch wird. Aber nur wenn es kritisch wird. Ja, so nicht Astarion, so wird das nichts. So wird das einfach null. Massenheilung. Also, ich will ja nicht, dass er was abkriegt oder so.
es eskaliert hier. Ich hab doch gar nichts getan. Hä? Wie viel Schlag? Aber wir haben doch wirklich nichts getan. Da kann ich doch nichts für. Da kann ich wirklich nichts für. Hä? Also wirklich, ich kann doch nichts dafür. So, wir haben die meisten ausgeschaltet. Was kommt jetzt? Aua. Du willst ein Duell mit Astare? Gut. Okay. Du möchtest das, ja? Well? Der wollte das. Ja, aber dann kann ich das nicht mehr einsetzen, ne? Das ist ja doof. Dann warten wir hier. You are ready. Was können wir als Shadowheart machen? Oh ja, perfekt. Dann halt nicht. Nee, dann heilen wir einfach Carla. Wer ist das denn? Volo ist da. Wir retten einfach Volo. Das war... Ja. Hört doch mal auf damit. Ich habe Volo gar nicht gesehen, ne? Einfach Volo da. Cool. Dann sind wir ja schon fertig hier. Haben den Aufstand Nina gemacht. Vor allem, was für ein Aufstand. Karlach wird da alleine fertig, vermutlich. Wir helfen Astari. Das ist ja auch der, der am meisten gerade können da hinspringen, ne? Das ist gut. Das ist nicht gut. Ich dachte, ich könnte noch was machen, um mein Ding. This is my happy place. Wir kommen hier nicht weg, ja? Gut, dann halt nicht. Au. Gnade dir ja wirklich. Ich war noch gutmütig zu dir. So, wir benutzen alles. Dadurch heilen wir Karlach vielleicht ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Volo tut schon wieder nichts. Ja, da kriegst du mein Schild. Fertig. Wieso haben wir ihn jetzt schon wieder was abgekriegt? Das ist aber nicht gut. Ich verbitte mir das. Ja, komm, renn da durch. Halt!
citizen. Submit to inspection. Ja. In the name of Lord Enver Gortash. Was denn? The parasite reels in your skull. Something within the Steel Watcher tugs at your mind. Ich wollte doch gar nicht in Weisheit. Ich bin ein rechtschaffener Bürger. Inspektion erlauben. Ihr werdet mir nichts antun. Okay, er wird uns was antun. Ach, gut. Your trial is complete, villain. And the sentence is imprisonment. Please comply. Nein. Alter, warum? Jetzt reicht's aber auch mal. Können wir da durchschießen? Der macht doch auf. Dann mach doch auf, ist mir doch egal. La 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 la. You are my special. Die muss erst aufmachen, sonst kommt der da nicht raus, wa? So, perfekt. Ja, Karlach, du darfst auch gerne schießen. Wir haben doch alle Pfeil und Bogen, oder? Perfekt. Du darfst auch. Hier mit schießen vielleicht. Perfekt. Nö, wir werden das nicht aufschließen. Wir kommen auch nicht mit dir. Hä? Gut. Dann hätten wir vielleicht gleich mal alles. Detonation besteht vor. Okay, mach bitte das Ding kaputt. Das wäre perfekt. Ey, das wäre wirklich perfekt, oder? Das Ding da so. Schattenherz, du darfst gern. Was für ein Protokoll? Infernalisches Eisen. Nice. Ans Lager senden. One day I'll catch a break. Hey, good looking. So, mal gucken, was hier passiert. Oh, auch wieder infernalisches. Ja, ist aber cool, dass die alle infernalische Sachen haben. Also wenn wir, ne, hier nicht drauf durften, dann muss doch hier was sein, oder? Okay, Gedankenschinder-Experimente. Das ist ja cool. Alles ans Lager senden, damit die nichts kriegen. Lesen. An Direktor Gortash oder welcher Lakai in der Gießerei auch zuständig sein mag. Diese Lieferung enthält ein Aufzugbecken voller Larven, das für die industriellen Zwecke unserer Freunde Gortash an die Gießerei in Baldur's Gate geliefert werden soll. Die jüngsten Würmer bewirken weniger vital als frühere Lieferungen, überleben jedoch hoffentlich die Fahrt den Fluss hinab, um den kurzfristigen Bedarf zu decken. General Catherick Saw. Ja, ich glaube, das kriegt keiner mehr. Gut, hätten wir das auch. Whoa, whoa, mate. This is the last place you need to be. Warum darf ich nicht hier sein? Two words. Guild business. Only an idiot gets between them and their shipments. Okay, verstehen. Warum töte ich euch nicht einfach und nehme mir alles? Ihr seht beschäftigt aus. Ich lasse euch mal weitermachen. Best idea.
Ne, wir, die Gilde hilft uns ja. Wir wollen der nicht schaden oder so. Ich wollte nur gucken, was hier so abgeht. Aber ich darf doch da reingehen. Ich will doch nichts klauen. Vielleicht gehen wir denn da später lang. Erstmal brauchen wir da wahrscheinlich nichts. Ja, hier geht es nur wieder hoch, wo wir herkamen. Gut. Wir looten noch mal schnell alles hier so. Aber der ist doch selber explodiert. Dafür können wir doch gar nichts. Wenn wir schon gesucht werden, darfst du auch das Schloss mal knacken, damit wir da schon mal reinkommen. Perfekt. Machen das schon mal auf. Das ans Lager senden, bekommt einfach keiner. Haben wir noch irgendwas? Stahl. Das senden wir auch ans Lager. Perfekt. Zahnräder nehmen wir auch mit. Warum nicht? Rabaukenwarane. Wir sind schon wieder überladen, Astarion. Was? Shadowheart ist noch nicht überladen, ne? Zack. Gießerei, Zutritt verboten. Steel Watch Foundry, Entry prohibited by order of Lord Gortash. Lesen wir es noch. Die Behörde für Abflusskanäle weiß um das Problem des penetranten Gestanks, der aus der runden Gullidecke strömt, die Zugang zur Kanalisation der Stadt bieten. Der Stamm der Gossenkobolde, der beauftragt wurde, ist leider nicht mehr da. Wir werden aber danach gehen, aber unternehmen nichts selber. Wieso ist Wollo hier umgekommen? Nein, Wollo! Meister Wollo, ich bewundere eure Arbeit schon seit vielen Jahren, insbesondere eure Theorie zur Balbrut und zur Würgergestalt. Kürzlich bin ich auf eine Information gestoßen, die ihr, wie ich glaube, höchst faszinierend finden werde. Treffen wir uns doch an den Docks und konferieren ganz unter uns zwei Gelehrten, vertraut mir. Das werden ihr euch nicht entgehen lassen wollen. Aber warum ist er denn jetzt tot? Das hier ist explodiert? Ja, einmal hier so lang oder was? Hä? Wollos Almanach zu Geistern und Gespenstern. Dies scheinen die kaum leserlichen Notizen einer Arbeit zu sein, die sich hier noch in der Entstehung befindet. Geist, Todesvieh, Poltergeist, Spuk, eine Tasse Eis, eine halbe Tasse Kartoffelschnaps, drei Finger Hut, Zitronensaft, Minze, Garnier. Wolles Ersatzauge. Okay. Ja, ich wollte doch mit Wollo noch reden und sowas. Warum? Ja, als nächstes gehen wir wohl zur Stahlwache. Überdauernde Diomira Trillis. Wer ist das? Da werden wir wohl auch noch hingehen, ne? Zu der Statue. Ich glaube, da gehen wir zuerst hin. Da zu der Statue, da unten zu den Docks. Aber erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen, um mich zu unterstützen. Und dann Dankeschön und habt einen schönen Tag. Tschüss.